Der Markt ziert sich ein bisschen auf dem Weg nach unten. Im Gegenteil hat sogar, wie Sie sehen das hier gerade beim DAX, ein bisschen die Ambitionen sogar nach oben nochmal vor dem Wochenende aufgemacht. Ihr seht das, der Kurs hier gar nicht so schlecht unterwegs. Das ist der DAX-Index hier auf der Aufwärtsseite und dagegen verhältnismäßig wackelig nach unten. Vorsichtig, das Ganze ist wirklich im kürzeren Ende hier 15-Minuten-Basis, aber vielleicht was, was heute Nachmittag nochmal einen kleinen Endspurt dann eben erlaubt. Insgesamt, wenn wir das ja auf den Stundenchart gucken, sehen wir allerdings, wir hängen hier immer noch fest und kriegen den Hintern nicht so richtig in die eine oder andere Richtung los. Na gut, lassen wir uns überraschen, was das hier bringt, wohin der Markt uns führt. Der amerikanische Markt ebenfalls gar nicht so schwach im Moment unterwegs. Wir hatten ja schon angedeutet, Mensch, gestern mit unserem Nasdaq-Trade oder auch mit verschiedenen anderen. Und Dow Jones, der ging ja noch ein gutes Stück wenigstens in die richtige Richtung. Der Nasdaq, der hat das nicht wirklich hingekriegt. Er hat dann gedreht und läuft jetzt hier tapfer nach oben. Und damit ist die Idee nun leider auch vom Tisch. Das hat also nicht so richtig funktioniert. Aber es ist, wie es ist beim Traden. Es geht ja immer nur um Einzelwahrscheinlichkeiten, die dann eben zusammengeführt über viele verschiedene Trades dann hoffentlich zu einem guten und sinnvollen Ergebnis dann führen. Also der Markt noch keine Schwäche hier gesehen. Ob wir die noch vor Wochenende sehen? Ich kann mir sogar vorstellen, dass es gar nicht so dramatisch wird jetzt. Aber zumindest eine Abwärtsrichtung wäre eigentlich nochmal durchaus denkbar. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich nochmal so richtig jetzt im Moment jetzt hier runtergeht vor Wochenende. Also massiv auf die Shortseite. Das sehe ich im Moment zumindest mal noch nicht. Dafür müsste dann schon deutlich mehr Dynamik erst nochmal passieren, um mich dann dafür wieder zu begeistern. Aber soll man vorm Wochenende kaufen? Ich weiß, ich sage das immer wieder vorm Wochenende jetzt. Es gibt so viele Sachen. Wir hatten es letztes Mal nach dem Wochenende mit der BioNTech-Nachricht hier, wo es dann ja auch eine ziemlich heftige Bewegung gab für die Amerikaner, ja auch sogar vorbörslich. Also insofern, müsste man da schon ein bisschen immer aufpassen, in welche Richtung dann solche Nachrichten dann eben schießen. Letztes Mal gingen sie nach oben. Wir hatten es ja mitgekriegt, dass der Schub ganz klar nach oben ausgerichtet war. Hier 9. November, da sehen wir es nochmal. Das ist jetzt hier nachts passiert beim Nasdaq. Tapfer der Weg hier auf dem Vorschub gewesen. Allerdings dann bis im Laufe der Eröffnung, wenn wir uns das hier mal angucken, wo ist die Eröffnung gewesen? Bis dahin hat es den Markt dann doch schon wieder ganz schön runtergetrieben, zumindest mal auf der Nasdaq-Seite. Also ihr seht, ein Wochenende birgt immer ein bisschen Sondergefahren. Denkt daran, wenn ihr euch festlegt, kein Thema, man darf auch was übers Wochenende halten, aber macht es in einer Größenordnung, dass ein Gap in der falschen Richtung nicht gleich ein Drama ist. Das ist ganz wichtig, denn einzelne Trades, wir wissen nicht, wie die einzelnen Trades ausgehen, aber wir wissen, dass viele kleine Trades dann hoffentlich ein gutes Ergebnis bringen, aber ein einzelner Trade sollte weder auf der Positivseite unsere Erwartungshaltung, der muss es jetzt bringen, der muss meine Verluste wieder reinholen oder mich reich machen, endlich der Urlaub, gut, Urlaub brauchen wir nicht, gibt's nicht, ist gestrichen für dieses Jahr, wer weiß, ob wir nächstes Jahr einen machen dürfen irgendwo, aber nicht mit einem Trade versuchen, alles zu erobern, sondern tatsächlich gucken, dass die Positionsgrößen auch, wenn mal was Doofes passiert, dann nicht gleich den Gar ausmachen. Gold finde ich aber im Moment interessant. Vielleicht wird das nochmal etwas, über das ich noch berichten werde gleich. Nämlich, wir haben eine scharfe Abwärtsseite und ich hatte es gestern angedeutet, da waren wir aber noch nicht so weit, dass eigentlich so eine Bewegung gut wäre. Wir standen irgendwo gestern hier, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht wo, und schön wäre es eben, so ein Verlaufsmuster zu bekommen. Jetzt hat der Markt das gemacht, hervorragend. Das heißt, ich bin auf der Suche nach Shorts. Das klingt erstmal eigenartig, wieso der Markt geht doch nach oben. Und um Himmels Willen, ich würde jetzt in diesem Moment hier sowieso nicht Short gehen, sondern wenn, geht es ja eigentlich darum, die starke Seite, dann wenn die Aufwärtsseite vorbei ist, und das ist sie, manche würden beim Trendkanal sagen, ich bin ja gerne auf dieser Unterseite, machen wir das Blaue mal weg hier, dann kann man es besser erkennen, auf der Unterseite zum Beispiel sich triggern lassen, um dann nochmal eine Fortsetzung zu bekommen. Im Moment kann ich den Trade noch nicht genau beziffern. Warum? Weil wir das Hoch noch nicht genau haben und wir wissen, Stop und Chance-Risiko-Relation und alles richtet sich ja nach den Wendepunkten. Da wir den noch nicht wirklich bestätigt haben, kann ich es in diesem Moment noch nicht ankündigen, wo unsere exakten Handelsmarken sind. Naja gut, der Einstieg wäre hier denkbar. Eine Variation daraus ist, aber das können wir ebenfalls noch nicht hier sehen, wenn der Markt hier eine scharfe Richtung macht und anschließend etwas Wackeliges, so ähnlich wie wir das hier haben,
dann haben wir zumindest mal die Fortsetzung nach unten, auch wenn das hier vielleicht nicht wunderhübsch ist, es kann durchaus schneller gehen, aber die Fortsetzung nochmal nach unten, das heißt, man könnte dann sogar auf dem kleineren Bild das Ganze handeln, also als quasi als ersten Startschuss, so ähnlich wie wir das da oben dann hatten. Dafür müsste man ebenfalls nochmal warten. Achtet gerne selber mal drauf und wenn ihr sagt, oh, selber drauf achten ist immer doof, meldet euch an für den Trade des Tages. Da stellen wir solche Trades vor, dann auch mit den Handelsmarken, die wir dafür raussuchen und mit den Ideen, wie wir diesen Trade tatsächlich platzieren, wie wir damit umgehen, wenn die Position eröffnet ist. Deshalb meldet euch dort an. Es ist kostenfrei. Insofern habt ihr da die Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen, wenn wir sie sehen. Und meldet euch an für Born for Trading. Dort schicken wir solche Nachrichten dann als Video gegebenenfalls auch nochmal los. Macht idealerweise beides. Das eine mit den konkreten Marken, das andere mehr, um das Prinzip zu verstehen und die viele Ideen hoffentlich dann rauszufinden, wo man sich gerade nochmal positionieren kann. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns in den Märkten. Ansonsten nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Liebe Grüße.